Also ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich mal einen Toilettenreiniger benutze, um eine Felge sauber zu machen. Wir haben selber erst vor kurzem gesehen, dass dieser Toilettenreiniger angeblich besser sein soll als Felgenteufel. Das musste ich natürlich verifizieren und habe hier jetzt mal den Test gemacht. Wie man sieht, das hier ist der Felgenteufel und das ist der Toilettenreiniger. Und ich sehe hier einen ganz klaren Unterschied, nämlich diese Verkokungen hier. Die sind hier raus und hier nicht. Man könnte noch hier länger dran arbeiten, das wäre aber Verschwendung. Aber ich konnte es natürlich nicht glauben, muss es verifizieren. Das hier ist wieder Toilettenreiniger. Schaut euch das Ergebnis mal bitte an. Klar ist das Ergebnis auch nicht schlecht, aber schaut euch mal diese kleinen Punkte hier an. Die gehen hier überall nicht raus und da sind die einfach restlos raus. Und dass das Ganze nicht fake ist, zeige ich euch jetzt hier nochmal. Sprühe das Ganze hier jetzt nochmal mit Felgenreiniger ein und pinsel das Ganze hier nochmal ordentlich ab. Lass es auch gleich einwirken und dann gucken wir uns mal das Ergebnis nochmal an. Hier nochmal mit einer härteren Bürste. Kurze Zeit später sieht das Ganze so aus und wir schrubben mal hier jetzt alles weg. Und siehe da, der Zustand hat sich eigentlich nicht deutlich verbessert. Jetzt kommt das Wundermittel ins Spiel. Haben wir hier schön auftragen. Auch hier wieder schön einpinseln und danach natürlich einwirken lassen. Auch nochmal hier mit der stärkeren Bürste. Lang genug eingewirkt, schauen wir mal, was passiert. Ich sage euch wirklich, das ist ein Wundermittel.